Ich grüße euch, ich grüße dich, du oranger Hund, und ich grüße euch da draußen, ihr lieben Freunde von Dragenhort, hier beim Bau der wunderschönen Apotheke. Die Apotheke ist eine Theke, deren Dachfarbe wir uns jetzt überlegen können. Wir könnten sie rot machen, so wie das da. Wir könnten sie aber auch aus Eichenstufen machen. Ich glaube, das ist eine hervorragende Idee, denn Eichenholz haben wir ordentlich. Und bestimmt auch noch Stufen. Ich guck mal im Lager. Und das würde zum sandfarbenen Flair des Gebäudes halt passen. Nee, haben wir gar nicht. Siehst du mal. Ich lüge. Ich belüge euch und mich. Aber wir haben natürlich genug Eichenbretter, um daraus was Schönes zu zaubern. So, können wir ein paar Federn rein. Du bist Eiche. Und auch du bist Eiche. Ich sage ja zu Dragenhort Eiche. Ratata, 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 ratata. Und hier ist noch ein bisschen frisches Huhn. Ratata, ratata. Ich werde einfach mich von Backkartoffeln ernähren. Dann habe ich nicht mehr so ein ganz schlechtes Gewissen wegen der Schweine. Hui. Ah, ich bin auch so ein Hirsch, ne? Ich hätte ja längst schon mal Fensterscheiben mitbringen können. Wo ich doch im Lager war. Nein, dann rennen wir da nochmal hin. Ja, wir sind schon wieder mitten in der neuen Woche, glaube ich, ne? Ja. Freitag ist, wenn ich nicht irre. Das Wochenende steht bevor. Mal gucken, es kann sein, dass dass ich jetzt in der Zwischenzeit, nach der heutigen Folge und bis zum Morgen, noch ein bisschen wieder was gemacht habe, um euch was Neues präsentieren zu können. Damit es ja mal vorangeht. Es muss ja auch mal vorangehen. So, hier kommen erstmal normale Fenster rein. Und hier kann jetzt mal die schöne, wunderschöne Tropenholztür rein. Dieses Baumsymbol finden wir ja überall wieder. Der Drei-Elben-Landbaum ist auch hier bekannt. Weil er nämlich, das wissen viele nicht, tatsächlich von den nordischen Göttern, den alten Barbarengöttern, stammt. Er ist das Symbol der Heilkunst, also der im Prinzip des Lebens und der Gesundheit. Und wurde schon immer von den Heilern aus dieser Welt verwendet. Und hat so den Weg ins Drei-Elben-Land gefunden. Die Elben behaupten ja selber, dass sie das erfunden haben, also dass es ihr Baum ist, aber das ist natürlich... Wisst ja, wie Elfen sind, ne? Das ist natürlich Blödsinn. So. Da zieht es ja auch nicht mehr ganz so schlimm. Nicht mehr wie Hechtsuppe. Das ist eigentlich eine der Redensarten, von der ich mich wirklich frage, wie die zustande gekommen sind, was das wirklich bedeutet. Es zieht wie Hechtsuppe. Kennt ihr den Spruch überhaupt? Wie Hechtsuppe zieht. Warum zieht Hechtsuppe denn? Fragen über Fragen. So, hier habe ich das ja jetzt abgeändert. Das Dach ist ja jetzt um diese Ecken erleichtert. Und das müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch wieder so hinbekommen. Und dann haben wir die Grundstruktur des Gebäudes eigentlich schon fertig. Und das wirklich innerhalb von wenigen Folgen. Da bin ich echt stolz auf euch und mich, dass wir das so gut hinbekommen haben. Gott sei Dank. Gott sei Dank bin ich mit dem Fuß an dieser Stelle hier hängen geblieben. Nein, einfach nur, damit ich nicht nochmal ganz... hoch und wieder runter muss. So, und gleich ist die nächste Spitzhacke hin, aber das hat genau gepasst. Dankeschön, Spitzi-Hacki. Das war spitze von dir. Ich glaube, hier an die Seite kommen Gitter eher rein als Fenster, oder?
Obwohl, das ist auch egal. Wenn die innerhalb der Stadtmauern. Können wir auch so kleine Bulläuglein machen. Tja, hier in die alte Geheimhöhle runter. Jetzt, wo wir mal hier sind. Ich gucke mal, ob ich da so ein bisschen stabileres Werkzeug noch finde. Da waren doch noch einige verzauberte Sachen. Hab ich doch gesehen. Hier. Rüstungen. Waffen. Schnapptüren. Heiltrank Essen. Oh, Essen. Oh ja, oh, viel Eisen, Eisen, Eisen. Hier ist eine Hacke mit Haltbarkeit und Effizienz. Und hier 7 Streich. Oh, Vaters altes Schwert. Oh, das ist aber, da hat er alles, was er an Verzauberung hatte, drauf geballert. Und eine ziemlich Weltenfresserschaufel. Ja, das kommt davon, wenn man krumm um Hilfe bittet. Oh, hier ist der ganze Netherkram noch. Wir haben echt noch so viel Zeug. Das versteckt sich überall. Ich muss wirklich eine Weile nicht auf irgendwelche Touren gehen. Also, naja, das Schwert lassen wir mal schön hier, aber die Axt nehme ich mir mal mit. Und diese lasse ich mal hier. Und eine Behutsamkeitsschaufel. Eine Effizienzschaufel, die nehme ich auch mit. Und das hier, glaube ich, war schon Tranklabor, ja. Aber nur so ein notdürftiges. So, jetzt habe ich es aber geschafft. Hoch da! Na! Da muss ein Stein rein. Jetzt müssen wir das auch auf beiden Seiten gleich machen. Sonst sieht das ja ziemlich doof aus. Schon selber ganz verwirrt, wo ich hier lang muss. Da komme ich nicht mehr durch. Also muss ich oben lang. Ja doch, Leute. Guck mal, das ist doch... macht doch was her, oder? Klar, da könnte jetzt noch eine nächste Etage drauf, aber so viel Platz brauchen wir ja gar nicht. Wenn wir hier die ganzen... also hier die Braustuben und sowas reinmachen und die ganzen, Tränkekisten und hier irgendwo einen Aufgang nach oben machen, das reicht dann völlig hin. Man kann auch die Braustuben hier... ja klar, das ist ja natürlich... ich bin ja auch doof. Die Idee ist natürlich noch viel besser. Man macht die kompletten Braustuben hier oben. Pass mal, jetzt machen wir das mal so. Jetzt setzen wir hier eine Reihe komplett einmal rum drauf noch. Da kann das Dach dann dran. Dann kommen die Braustuben, kommen dann hier oben hin. Also... dann werden hier oben die Tränke gebraut und hergestellt und dann kann es immer schön alles ablüften. Nach oben raus. Und unten ist dann der reine Verkauf von Arzneien. Das ist natürlich eine viel, viel bessere Idee als die, die ich zunächst hatte. Und da waren sie wieder, meine drei Probleme. Das Holz ist alle. Au. Und jetzt ist es auch wirklich alle. Das kann mal hier bleiben. Das da auch. Türen auch. Der eine auch. Ich brauche Schwarzeiche. Ich brauche Schwarzeiche. Ich brauche normale Eiche für die fürs Dach. Ich könnte schon mal eine Lampe besorgen oder zwei, drei. Hier hätte ich doch noch so einen magischen Rotstein. Hier ist schon mal so ein Kübel, die brauchen wir dann später. Bücher natürlich auch. Werkbänke und alles. Und Öfen. War hier nicht noch eine Lampe irgendwo drin? Nein, das war alles Einbildung. Okay. Eine Melonenzucht muss dann auch in die Nähe. Aber das hat dann der Obsthändler, der verkauft die ja dann an den Laden. Was will ich denn jetzt gerade? Holz. Holz soll's sein. Wow, wow, wow. Schwarzeiche. Und die Vorräte schrumpfen schon wieder gewaltig. So.
Normale Eiche ist hier natürlich links. Aber da hatte ich ja noch ein paar Stämme. Soweit weiß ich noch. Wenn wir das Ding gebaut haben, dann machen wir als nächstes vielleicht die Brücke einfach, die dann rüber geht. Na, kann ich schon schlafen? Ich kann immer noch nicht schlafen. Und dann baue ich einfach ein paar Rohbauten und dann richten wir das zusammen ein. Das ist doch eine Idee, oder? Wollen wir das machen? Und hier bei dem hier wird es ja so ein bisschen so ähnlich sein. Kann ich mir schon mal seine Butzenscheiben davor setzen. Was ist eigentlich so Schaufenster müsste ich denn hier reinmachen, wenn das der Waffenladen ist? So. Ach ja, ich habe gerade Fensterscheiben bei der Hand. Krieg ich die da rein? Ja, ein bisschen Anstrengung geht das. Ich bin echt ein Spezialglaser. Ich kann es im Sprung. Brems! Ich habe den Rotstein vergessen und die Lampen auch. Ah. Ja, keine Sorge, das geht nicht von eurer Zeit ab. Hier ist die Alchemiezone. So. 18. Und 18, das ist reichlich, das reicht erstmal eine Weile. Ja, ja. Kann zaubern, kann sich teleportieren, aber schlägt sich selber die Nase. Schlägt sich selber die Tür vor der Nase zu und die Nase an der Tür zu. Das Ding reiße ich auch einfach weg, während ihr nicht zuguckt. Das müsst ihr ja nicht unbedingt mit ansehen. Ich bin schon so ein Held, was? Und ich schleppe immer noch die Knochen mit mir rum. Obwohl das überhaupt keinen Sinn oder Effekt hat. Mal schauen, ob die schon reichen. Ich denke mal nicht. So, jetzt pass auf hier. Super Axt. Bam. So doll ist das gar nicht, wenn man es von unten so versucht. Aufräumen, da werde ich wahrscheinlich keine hellen Lichter hinmachen, sondern wirklich Fackeln, denn das sieht dann alles ein bisschen besser aus für den Kunden, ne? Das ist also oder man macht wirklich spezielles Licht, so wie in den Supermärkten, wo dann alles so extra schön leuchtet und funkelt. Und den Aufgang nach oben. Mal gucken. Erstmal lasse ich nur noch hier. Hier stört er nicht. Hier nimmt er, frisst er kein Brot. Ich habe die Fichte vergessen. Ah! Ich muss nochmal. Das hilft nicht. Ich brauche die jetzt. Ich muss das hier abschließen. Ich bin so vergesslich, so zerstreut. Unglaublich. Quatsch. Ja, neue Straße. Neue Straße kommt auch noch. Oh, ich habe so viel um die Ohren hier. Und deswegen bin ich auch manchmal so verwirrt und zerstreut und vergesse so viel, weil es einfach so viel ist. Ist echt unglaublich viel hier. Kein Fichti mehr. Nee, überall kein Fichti mehr. Heißt das, ich muss jetzt auch noch Holzfällen gehen? Das war für diese Episode eigentlich nicht mehr vorgesehen. Könnte so reichen, gerade so für die
Ich muss demnächst vielleicht einen Baumfäller, Holzfachhändler ihm sein Gebäude schaffen, damit er mir dann vernünftiges Holz besorgt und so weiter. Und viel davon. Ja, und dann muss ich echt wirklich die Bürger bald mal herholen. Die warten ja schon ungeduldig. So, jetzt aber schnell. So, einmal den Ring drumherum. Schön. Jetzt. Brauche ich ganz viele Eichenstufen. Aber mächtig viele und ein bisschen Erde. Zu diesem Zwecke lassen wir mal anderes erstmal hier. Ich kann so nachvollziehen, wie es Zeron immer geht mit seiner Kistenwirtschaft. So schnell hat man eine ganze Tasche voll mit Zeug. Und dann hat man überall Baukisten stehen und dann... Ja, was will man damit auch machen, ne? Dann lässt man die halt auch erstmal stehen. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich die alle verbrauchen werde. Das wird ein ziemlich großes Dach werden. Und wenn das mal reicht, ich glaube, das reicht noch nicht mal. So. Ja, was mache ich denn? Wieder alles nur Blödsinn. Also, liebe Leute, das wird wieder so ein klassisches, aber das kriegt Dachfenster auf jeden Fall hier. Ein klassisches Rundherum-Dach, aber mit Dachfenstern dann. Wahrscheinlich habe ich schon ein Stack alleine, weil das so ein doch großes Gebäude geworden ist, für einmal drumherum dann ausgegeben. Das kann gut sein. Da, 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 da. Oh. Das ist dann, da ist der erste schon weg. Das war kein ganzer, ich weiß, aber trotzdem. Dödel du, du dödel die. Du dödel du, du dödel die. Du dödel die. Roten Sandstein. Daraus kann man natürlich auch nochmal was machen. An den Ziegel werde ich nicht mehr rankommen. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt vor, da runter zu jumpen noch. Du dödel die. Du dödel die. Dachfenster, wohin machen wir es? Nur hier so in die Mitte eins. Ah! Oh! Holla, die Waldfee, da habe ich aber Glück gehabt. Schweinis, das ist äußerst ungeschickt von euch, dass ihr hier immer runterlauft. Aber nicht ganz so ungeschickt, wie das gerade von eurem lieben, netten Vitus war. Hoi. Aber so kriegt man doch schon mal eine Vorstellung. Ich glaube, das wird ein echt schickes Haus. Vielleicht sogar das eins der hübschesten, die ich so bisher gebaut habe. Ich nehme mal eine Werkbank nach oben. Oh, hier sind auch noch welche. Warum habe ich denn die da? Keine Ahnung. Hier lassen wir mal
im Innenring. Lassen wir mal Platz für ein Dachfenster. Vielleicht so ungefähr. Nur, dass das dann da wieder rauskommt. Keine Spitzhacke mehr. Ah, na gut. Braucht man ja auch nicht unbedingt. Nicht, wenn man eine super Schaufel hat. So, ja. Die Folge ist zu Ende. Ich muss hier noch mit dem Dach weitermachen, aber die Folge ist zu Ende. Liebe Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich glaube, morgen ist noch eine Folge. Ne? Ich bin gerade nicht so tagekonform, aber es müsste ja morgen der Samstag sein. Und da werde ich mal zusehen, dass ich das Dach vielleicht dann schon fertig habe, dass wir hier einrichten können. Und oder die Brücke dann bauen. Damit das jetzt hier nicht dann ewig Zeiten für euch nur wieder irgendwelche Dachbauten sind. Aber auf jeden Fall sind wir auf einem guten Weg. Hier ein prächtiges neues Haus für die später mal wunderschöne Stadt Dragenhort zu bauen, die jetzt noch ziemlich in den Anfängen ist. Liebe Freunde, macht es gut. Tschüss.